Hallo Leute und willkommen beim SparMac. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Video hier. Es wird nicht nur ein Gerüchte und Erwartungen Video, nein, es geht auch noch um das Thema Apple. Das bleibt mir ja meistens immer verwehrt, aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Es geht um die neuen iPhones und ich habe mich innerlich schon darauf eingestellt, dass das ein sehr langes Video werden könnte. Nein. Nee. Nein. Also ich bin gespannt. Wir munkeln ja schon immer, also ihr stellt auch im Q&A immer Fragen über die neuen iPhones, was wir erwarten und so weiter. Jetzt ist es bald wieder soweit. Kurz für euch vorab, wir wissen nicht genau, wann wir das hier ausstrahlen. Mhm. Wahrscheinlich wieder am Wochenende vor der Keynote, denke ich mal. Ja. Ihr wisst dann natürlich schon den Keynote-Termin. Wir wissen ihn jetzt aber noch nicht. Also wir sind wirklich so, wir kennen natürlich einige Gerüchte, Render und so weiter, aber wir wissen noch nichts Offizielles. Und ich denke, das ist auch so der perfekte Termin, um dieses Video hier aufzunehmen, weil wir einfach unvoreingenommen reingehen und halt doch ein bisschen raten können. Und ich bin echt gespannt, weil ich werde dir natürlich wieder vorwerfen, was du mir die letzten Monate erklärt hast, was kommt und was jetzt dann vermutlich doch nicht kommt. Du, ich gebe es dieses Jahr bei Apple einfach auf. Ich sag einfach, alle Gerüchte haben gestimmt. Als Anfang des Jahres, dieses mit dieser Kamera, mit dieser dicke, hast fette, du gesagt, nee, oder? Nie im Leben. Aber jetzt tauchen ja überall die Dinger wieder auf. Und sonst hätte ich gesagt, Apple sind die Meister darin, das geheim zu halten, die Leute aufs Glatteis zu führen. Aber inzwischen, ich finde es auch pottenhässlich, wenn die da so einen riesen Oschi da hinten drauf machen. Apple wird es aber den Leuten dann wunderbar verkaufen können, weil, ich denke mal, wenn sie wirklich diesen Kamerasprung machen, dann ist auch Apple da so und dann heißt es, das ist die beste Kamera. Das heißt ja jedes Jahr. Ja, aber dieses Jahr kann die auch Nachtmodus. Also, wir machen es wie immer. Ich habe hier so die wichtigsten Gerüchte zusammengefasst. Ja. Natürlich auch so ein bisschen meine Erwartungen. Ich werde dir das jetzt erzählen und du erzählst mir dann einfach, für wie realistisch du das hältst, was du erwartest. Erstmal so ein Keynote. Gespannt. Also wie gesagt, wir haben noch keinen Keynote-Termin, aber es gilt als ziemlich sicher, dass es entweder der 9. Ja. oder der 10.9. werden wird. Ich glaube, der 10.9. ist der Dienstag. Dienstag. Ja, also dann Montag oder Dienstag? Ich gehe stark von Dienstag aus. Ich eigentlich ja auch. Also 10. dann Keynote. Vor allem, was ist... Und dann darauf den Freitag? Also, ach, also so im Sinn, also der 11. wird es, denke ich mal, sicher nicht werden. Nicht bei den Amis. Genau, insofern denke ich Montag oder Dienstag und da halte ich auch den Dienstag für realistischer. Ja. Marktstart kommen wir gleich noch, aber wenn man da natürlich danach geht, wie es die letzten Jahre war, dürfte das der 20. sein, aber da kommen wir gleich noch zu. Das Wichtigste, es wird wieder drei neue iPhones geben, ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge mit drei neuen iPhones. Das Neue soll dieses Mal tatsächlich sein, dass die alle gleichzeitig auch auf den Markt kommen. Klar, weil es ist ja jetzt so gesehen nichts wirklich Neues, was dieses Mal vorgestellt, also keine neue Produktkategorie. Aber Was wird, ich hab, du, ganz ehrlich, ich weiß die ganze Zeit nur von den, ich sag mal, von den, boah, was sind wir denn da jetzt? Eigentlich sind es ja dann die 12. Halt. Nein, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Also, okay. Wir hatten ja jetzt quasi das iPhone 10, das so Profis wie du immer iPhone X nennen. Dann gab es das iPhone 10S, was Profis XS. Wie du immer XS nennen. Dann gab es auch noch das XS Max oder Max. Wieso? Letztes Jahr. XS Max. Jetzt kommen wir quasi zum iPhone, also 11. Generation, sage ich jetzt mal. Das geschrieben. Warte. Das dritte hast du vergessen. Nenn das mal. Da kommen wir gleich noch. Da kommen wir gleich noch. Achso, da will ich mal wissen, wie du das Genau, ja, das wird ja das Coole. Ja. Warte, meine Herleitung. Also, wir sind jetzt quasi bei der 11 angelangt. Römisch quasi XI. Wirst du jetzt dann das neue iPhone XI nennen? Nee, iPhone XI. Das ist eine Hommage an den chinesischen Präsidenten. Und jetzt kommt's. Apple, ja. Also dann soll quasi das normale iPhone, ich sage jetzt 11, das VT sagt das iPhone XI kommen. XI. Was quasi der Nachfolger vom 10S wird, also von dem kleinen. Dann natürlich ein XCR, also ein XR. Ich freue mich da schon so drauf, also quasi ein 11R und ein 11 Pro. Also das ist jetzt quasi das Neue, das Max soll wieder wegfallen und das Spitzen-iPhone soll dann quasi ein Pro werden. Was ist denn das Pro ein Plus oder ein Max einfach? Wobei das Pro schon besser ausgestattet sein soll als die anderen. Was genau ist mir jetzt tatsächlich auch noch nicht ersichtlich. Ist es denn noch größer? Ist das mit diesen ominösen 3500? Genau, aber was vor allem, also was ich mir denke, wenn die das wirklich Pro nennen sollten, dann hat es doch bitte ein Promotion-Display, also dann doch bitte 90. Ja. Also ja. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht, glaube ich nicht. Ich traue es Ihnen voll zu, das Ding Pro zu nennen, weil haben wir ja schon bei den iPads gesehen und so weiter. Macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Ich fand aber auch schon Max total bescheuert. Ich hätte es halt einfach wieder Plus genannt. Aber wie nennst du denn das iPhone R? Also in dem Fall dann 10, ach, nee, 11, jetzt das aktuelle. 11R quasi. Du nennst es echt 11R? Also nicht XR? Nee, also jetzt das aktuelle, was auf dem Markt ist. Also das nenne ich 10R. Echt 10R?
Echt, du machst siehst du ja, mit den Zähnen. Ja. Für mich ist auch immer XR. Nee, ich setze ja, das geht ja noch. Aber das wird mit dem I dann richtig lustig. Vor allem, glaubst du wirklich, sie hängen ein römisches I dahinter und nennen es dann 11er Generation, obwohl es eigentlich ja dann dachte, wir das 12er sein müsste? Ich bin total irritiert. Ja, da blickt keiner mehr durch. Also da, deshalb sage ich ja, also das Lustigste wird für mich wirklich, wie Tim Cook auf dieser Bühne steht. Oder dann eben, wie heißt, mir fällt sein Name schon nicht mehr ein, der immer die iPhones vorstellt. Naja, ihr wisst es, graue Haare. Fred? Nein. Ach, der andere, der Phil. Phil, genau. Phil Schiller, Marketing-Babbo. Stimmt. Bin ich echt gespannt. Also das, glaube ich, könnte ganz lustig werden, selbst auf Englisch. Wobei das natürlich, also auf Deutsch wird eh wieder jeder sagen, was er will. Also du glaubst, wir sehen, also jetzt mal ganz einfach gemacht. Wir sehen ein XR2. Ja. Was? Ja, alles gut. XR2, dann den Nachfolger, also normales XS und XX Max Pro sozusagen. Ja, ja. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall drei sehen, also zu allem, was wir jetzt haben, den Nachfolger. Chaos. Ja, das denke ich auch, genau. Vor allem, welche Geräte haben die denn noch weiter im Angebot? Ne? Siebener verkaufen die die Siebener noch oder die Achter? Dann sind die Achter noch da, dann müssten jetzt eigentlich die Achter rausfallen, so nach dem Motto, das letzte Gerät mit Touch-ID dann raus, dann gibt es nur noch die Face-ID-Geräte. Wow, das wird ein Chaos. Also das von den Namen und von der Produktpalette. Was wohl nicht so neu werden wird oder unübersichtlich ist das mit dem Design, weil wie wir schon gesagt haben, da soll sich nicht viel ändern. Also die Vorderseite soll komplett gleich bleiben. Glaube ich. Rahmen natürlich wieder Edelstahl, also natürlich nur beim 11er und beim 11er Pro dann quasi. Interessant ist, das habe ich gelesen, die Rückseite soll jetzt quasi aus einem Stück Glas bestehen. Da sagen jetzt viele, sie besteht doch schon aus einem Stück Glas. Es ist quasi so, dass dieser hässliche Kamerabump quasi, das soll eine Schicht, also jetzt ist es ja so, dass das quasi angelötet ist und beim neuen iPhone soll das quasi eine, und dadurch soll dieser Kamerabump nicht so auffällig sein, sage ich jetzt mal. Dieser fette, schwarze Oschi, der dann da steht, soll nicht so auffällig sein. Das ist das, was mich bei diesen ganzen Leaks oder Prototypen, wo jetzt schon wieder... Also das ist ja in den letzten Tagen hat so jeder Kanal diese Dummies durchgenommen, sage ich jetzt mal. Also was mich da stört an den Dingen, die waren ja die letzten Jahre immer ziemlich zuverlässig, aber ich glaube nicht, dass dieser Kamerabump schwarz sein wird. Ich glaube, dass der in Gerätefarbe sein wird, weil nur so würde das mit diesen Leaks Sinn machen, weißt du so? Ja. Weil dann natürlich wird das komisch aus. Also da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Das ist potthässlich, egal wie du es machst. Aber ich glaube doch, wenn du dann zum Beispiel beim schwarzen Gerät das schwarz machst, dass es halt zum Beispiel nicht ganz so auffällt. Weißt du? Und dann halt bei den goldenen oder je nachdem, welche Farben es gibt. Bei allem beim goldenen, wenn der schwarz ist, das geht ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich meine, du hast ja dann nach wie vor den Nachteil, die Löcher von den Kameras, wenn jetzt kein andersfarbiges Gerät mal da, sind ja trotzdem schwarz. Ja. Meinst du, dann hast du dann die Äugler, also... Ich bin echt gut, gespannt dieses Jahr. Also wie gesagt, so soll es. Und was ich quasi gelesen habe, es soll noch resistenter gegen Wasser und Stöße werden, was auch immer das bedeuten soll. Und das Glas soll matt sein, also matter auf jeden Fall. Also das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, weil wir jetzt quasi schon das dritte Jahr das gleiche Design haben, mehr oder weniger. Ja. Dass sie sich jetzt quasi bei den Farben was Neues einfallen. Ja, also dann vielleicht Milchglas oder sowas. Ja, weniger Fingerabdrücke oder sowas. Also halte ich auch für realistisch. Ansonsten haben wir nach wie vor die fette Notch, weil die wird nach wie vor für Face ID benötigt. Yep. Ich habe schon wieder jetzt so Render gesehen von dem Pro-Modell mit schöner kleinen Notch. Sehe ich dieses Jahr noch nicht, dass sie irgendwie Face ID kleiner machen konnten. Glaube ich nicht. Stimme ich dir komplett zu. Ich glaube, das passt es nicht. Selbst wenn sie es enger zusammenbauen könnten, dann wird es Vor allem machen die das nicht, wenn sie nicht komplett das Design umstellen. Ja, das, glaube ich, heben genau sie sich dafür auf. Ja. Was allerdings kommen soll, und da hieß es jetzt, dass das erstmal nur, meinten manche, dass es nur für das Pro kommt, was ich allerdings schade fände. Ja. Quasi das Face ID, ähnlich wie beim iPad, da hat Face ID ja schon einen größeren Radius, wie nennt man das? Genau. Also quasi, wo es euch erkennt. Und der soll jetzt da quasi nochmal größer werden, was ich wirklich sehr begrüßen würde, weil ich es teilweise noch oft habe, dass das Ding auf dem Tisch liegt oder halt leicht erhöht, weißt du so, und mich dann nicht sofort erkennt, was beim iPad gut funktioniert, weil da der Radius größer ist. Ja. Ansonsten, was ich noch vergessen habe vorher zu den Materialien, also wie das dann beim 10R-Nachfolger sein wird, also XR für dich. Ich denke, also einer hat geschrieben, eine Seite, dass da die Rückseite nicht aus Glas bestehen soll, bezweifle ich aber. Also einen Rückschritt wird Apple da nicht gehen. Die brauchen ratloses Ich denke da wieder Glas- und Aluminiumrahmen halt. Ja, genau. Ja, vor allem, wenn sie alle Rückseite machen, fällt das drahtlose Laden wieder weg. Werden sie nicht machen. Nee, dafür. Displaygrößen hatten wir ja eben schon. Da gab es ja Anfang des Jahres Gerüchte, dass quasi das
normale, also das, der 10S-Nachfolger ja. Von 5,8 Zoll auf 6,1 Zoll gehen soll. Das Max oder das Pro jetzt eben unverändert. Also da bin ich noch gespannt. Das ist für mich so das größte Fragezeichen, weil ich mir denke, einerseits ist das 10S Max eigentlich schon groß genug. Ja. Andererseits, wenn sie jetzt wirklich ein Pro machen, würde es mich nicht wundern, wenn das noch einen Tick größer wird. Ja. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn sie das Kleine noch größer machen. Was ich sehr schade fände, aber es würde mich nicht wundern. Ich frage mich dann nur, was machen Sie dann mit dem 10R-Nachfolger, das ja eigentlich diese 6,1 Zoll hatte? Wo man sich allerdings einig ist, ist, dass Apple noch nicht komplett den Sprung auf OLED geht. Also dass quasi das günstigste, der 10R-Nachfolger, nach wie vor ein IPS-Display hat. Was sagst du dazu? Glaube ich auch. Das ist deren, deswegen halt am Ende die Frage, welche Geräte Sie weiter im Programm haben. Deswegen tippe ich sehr darauf, dass Sie das XR rausmachen. Das neue XR ist halt das Einstiegsgerät. Und da müssen sie Abstriche machen und das wird dann halt weniger von der Displayauflösung haben. Aber ich meine, wir sind ja jetzt schon bei Preisen, ich glaube 869 ist Apples Preis fürs XR. Und dann kostet das neue XR2 dann 899 und ist das günstigste iPhone. Ja, zu den Preisen, also da kommen wir gleich noch. Aber ja, das mit den Displaygrößen wird neben dem Namen für mich tatsächlich das Interessanteste, weil einerseits denke ich mir, wenn das wirklich als Pro kommt, glaube ich, werden sie da ein bisschen was verändern bei den Displaygrößen. Rein logisch betrachtet, finde ich, müssten sie das nicht, weil ich finde, dass 5,8 Zoll, 6,1 Zoll, 6, ja. was sind das, 4 oder 5? 6,5. Ja, 5, egal, 6, egal, egal, dass das quasi gute Größen sind. Ich finde, was mir da schade, also was ich schade finde, das XS hat nach wie vor für mich die perfekte Größe. Ja. Also nach wie vor ist das super. Also das ist genau der richtige Kompromiss. Da würde ich nichts dran ändern. Aber ich verstehe dann auch Apple, wenn sie dann überlegen, ja Moment, aber wir können das XR neue, dann das Einstiegsgerät kann halt nicht größer als das sein. Also größer, aber günstiger, aber verstehe ich. Aber dann könnten sie, vielleicht tauschen sie es ja auch einfach nur. So nach dem Motto, sie nehmen das... Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Sie nehmen das neue... Das wird dann natürlich maximale Verwirrung irgendwie stiften bei den Leuten. Ja, genau. Ja, lassen wir uns da mal überraschen. Was auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin großes Fragezeichen auch noch mit dem Thema Promotion, weil ich sage, also wenn Sie ein iPhone 11 Pro bringen, dann bitte mit Promotion Display. Schauen wir mal. Technisch wäre es auf jeden Fall möglich. Was auf jeden Fall kommen soll, ist eine neue Taptic Engine. Also die soll nochmal verbessert worden sein, weil jetzt quasi auch die teureren Modelle keinen 3D-Touch mehr haben, sondern dieses Haptic Touch. Mhm. Das soll jetzt also, klingt für mich sehr realistisch. Also dass dieser Schritt weg von 3D-Touch, auch wenn es viele gibt, die das bejammern, sage ich jetzt mal, was ich auch teilweise nachvollziehen kann. Also 3D-Touch ist schon cool, aber es braucht halt anscheinend zu viel Platz. Dann, und das ist jetzt der Punkt, wo ich echt gespannt bin, was du sagst, weil ich kann mich noch erinnern an ein Faultier, wo wir letztes Jahr unseren Jahresvorausblick gedreht haben, weißt du noch, wo ich dich gefragt habe, kommen die neuen iPhones mit USB-C? Ja. Und du mir ganz sicher gesagt hast, Nein. ja, die kommen mit USB-C. Da habe ich nie gesagt. Eben, das iPad kommt jetzt mit USB-C, Apple ist voll auf USB-C gegangen. Genau, unser Kameramann nickt auch schon. Dankeschön, weil ja. Deepfake, alles habe ich nie gesagt. Und jetzt, weiß ich noch, letztes Mal meinte er schon zu mir, nee, ich glaube, das kommt nicht. Also jetzt gehen ja wirklich alle Gerüchte hin, dass wir doch kein USB-C bekommen. Einmal, das ist die Frage, was da kommt. Und das nächste dann natürlich, dann hieß es noch, dass jetzt endlich so ein 18-Watt-Netzteil ab Werk mitgeliefert werden soll. Das würde bei mir dann aber wieder nur zu dem USB-C-Port passen. Also. Richtig. Das habe ich nämlich jetzt letztens nochmal nachgeguckt, weil Lightning unterstützt gerade bei den iPads, geht bis 12 Watt. Genau. So, und alles, was drüber ist, auch bei den iPad Pros, die 29 Watt Fast Charging von Apple, ist halt, brauchst du USB-C dafür. Das spricht da ein bisschen, ich glaube nicht, dass sie da Lightning noch dermaßen irgendwie aufbohren und was nicht alles. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, dieses Jahr sehen wir den Sprung auf USB-C nicht. Der kommt erst nächstes Jahr. Aber wieso? Nächstes Jahr machen, weil sie es dann komplett neu rumdesignen. Okay. Ich glaube jetzt halt nicht von der Dicke, auch wenn es da irgendwie noch Material und Akkugerüchte gibt und die dickere Kamera, dass sie dann mehr Platz hätten, dass sie das dieses Jahr schon machen. Ich persönlich würd mich endlich drüber freuen, nur noch ein Kabel haben zu müssen für jeder alles. Jeder würde das. Ne? Aber ich sehe es dieses Jahr noch nicht. Aber ich würde mich freuen, aber ich glaube auch nicht mehr. Ich befürchte auch nicht. Also ich habe letztes Jahr dann doch gesagt, mit den neuen Pros, USB-C jetzt überall. Aber ich glaube nicht dran. Also wenn ein iPhone 11 Pro ohne USB-C kommt, dann würde ich mich, glaube ich, sehr aufregen. Oh, meinst du, das wäre ein Pro-Feature, da das USB-C schon zu haben? Ich würde mich nicht wundern. Könnte ich mir vorstellen. Andererseits bin ich mit diesem Pro-Ding noch überhaupt nicht so sicher. Also vielleicht kommt auch einfach wieder ein neues Max und gar kein Pro, weißt du so? Ja, ja. Vielleicht oder haben sie das einfach nur irgendwie aus den Fingern gezogen. Jetzt, wo sie bei iPadOS
ne, iOS 13, iPad OS, ja, die den Unterstützung dafür für USB-C und Peripheriegeräte, Festplatten, USB-Sticks auch in beide Richtungen schreiben, lesen machen, dass sie das vielleicht auch bei den iPhones einführen. Wobei Apple dann wieder so abgrenzt und sagt, ja Moment, in dem Moment, wo du einen USB-Stick anschließen willst, kauf dir bitte ein iPad. Ah, da also das großes Fragezeichen. Wo kein großes Fragezeichen ist, ist natürlich beim Prozessor. Das wird der neue Apple A13 Bionic. Wahrscheinlich wieder der mit Abstand stärkste Prozessor. Ja. Ich meine, es ist jetzt so, ich habe gestern wieder verglichen, der A12 mit dem Exynos 9825. Obwohl der Prozessor quasi ein Jahr aktueller, ja, ihr wisst es. Ja. Also beim Prozessor-Game ist Apple nach wie vor ganz, ganz vorne. Interessant, also Frage, und da kann ich dir überhaupt nichts zu sagen, aber da würde mich einfach deine Meinung interessieren. Wie sieht es aus mit dem RAM? Da sind wir jetzt ja momentan bei 4 GB, machen Sie da mehr? Und Speicher, starten wir dieses Mal mit 128 oder gar 256 oder machen Sie weiter die 64? 64. Weißt du, was dieser Speicher kostet, sowohl RAM als auch, da müsste Apple die Dinger doppelt so teuer machen. Apple ist halt kalkuliert da so knapp. Die geben schon alles rein, die verdienen gar nichts mehr an diesen iPhones. Wenn die jetzt, was weiß ich, für einen Einkaufspreis von, sagen wir mal 20 US-Dollar, von 64 auf 128 GB Speicherplatz, da wird die komplette Gewinnmarge geht drauf. Das kann Apple nicht bringen. Apple Park abgerissen werden. Ja, da müssen die Leute entlassen. Das kann Apple nicht machen. Die haben, was weiß ich, die verdienen 500 Euro an jedem Gerät. Ja. Da sind diese 20 Dollar nicht drin. Das geht nicht. Da schreien die Aktionäre. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du wirklich, dass es bei 64 GB bleibt? Bei 64. Und ich glaube, die werden es wieder total bescheuert machen. Sie werden wieder den Sprung machen. 64, 256, 512. Und die meisten Leute denken 256. Sich aus Angst. Dieses wieder Apple mit den drei Optionen. Die Leute gehen dann, ach, Sicherheit, ich lege doch mal knapp 200 Euro mehr auf den Tisch, nur um doppelten oder vierfachen Speicher zu haben. Es wird wieder ein Trauerspiel sein, diese ganzen Zusatzoptionen und so. Nee, aber 4 GB RAM bleibt auch erhalten. Auch. Ich glaube auch, also es sei denn, wenn wirklich dieses Pro kommt, glaube ich, hat das 6 GB RAM. Und beim Speicher, wenn ein Pro kommt, denke ich, wird das nicht mit 64 GB starten. Ich glaube, das wird dann natürlich schweineteuer und mit 256 GB gleich starten. Ansonsten könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie beim 10R-Nachfolger auf jeden Fall, da werden die 64 GB bleiben. Bei den anderen, also das, was das Falke eben gesagt hat, ist natürlich komplett richtig. Andererseits denke ich mir, in Zeiten, wo Motorola oder diverse andere Hersteller in 260 Euro Smartphones 128 GB Speicher verbauen. Ist denen egal. Ich befürchte es auch, aber ich würde mir wünschen, dass wir dieses Jahr mit 128 GB starten. Du, ich meine, wir reden von den Smartphones, sie machen es in den Rechnern. Aktuelle MacBook-Generation nach den Updates starten bei einem Rechner, wo man ja wirklich mehr... Mit 128 GB. Und den aber immerhin haben sie jetzt die Preise da ein bisschen gesenkt. Also ja, aber die Speicherverdopplung kostet 250 Euro. Doch. Echt? Das ist so, ich hab mich so drüber aufgeregt. Ich habe mein MacBook Air Test noch nicht, aber ich gehe, glaube ich, 5 Minuten über die Speicheroptions- oder Aufpreise von Apple ab. Das ist so abartig. Aber die Leute kaufen es genau. Und machen es. Genau, solange die Leute das kaufen, wird es auch leider so weitergehen. Ich habe ja den Vorteil, Franz, wir haben ja den Deal, da wir ja viel mit meinem iPhone immer filmen. Franz zahlt mir immer die mittlere Speicheroption. Ich zahle den Basispreis. Ich gönne ihm sogar die 512 GB. Das, lieber Kameramann, davon bräuchte ich gleich dann noch den Gut, kannst du ruhig sagen, das werde ich abstreiten. Das war meine böse schizophrene Hälfte, die das gesagt hat. Nächster Punkt und auch schon letztes Feature, Reverse Wireless Charging. Ja, das soll dieses Mal kommen, glaube ich auch. Also allein, dass du dann wieder mehr die Apple Watch damit laden kannst, damit du deine Kopfhörer laden kannst. Das geht nicht, dass Huawei und Samsung dieses Feature schon haben und Apple. Aber Apple wird sagen, sie haben es perfektioniert. Guckt mal, wie Magic einfach das jetzt hier funktioniert. Auch das ist das, worauf ich mich dann bei der Präsentation freue. Ja. Wie sie das wieder zeigen können, nach dem Motto, boom, wir hatten eine Mega-Idee. Vor allem der Punkt ist, dieses Feature ist ja noch so random, dass wahrscheinlich wirklich, sage ich mal, viele, viele Apple-Fans und die halt nicht so in der Branche drinstecken. Um Gottes Willen, was hat Apple da gemacht? Ja. Und dabei hat Huawei das schon vor einem Jahr gemacht. Und dann zeigen die am besten ihren Freunden noch, guck mal, was ich jetzt kann. Und die stehen da und denken sich so, Alter, ich hab dir das vor einem Jahr schon mit meinen Android-Geräten gezeigt. Da hast du mich verständnislos angeglotzt. Genau, da hast du noch gesagt, was will man denn damit überhaupt? Ja, glaube ich. Aber da im Zusammenhang dann auch bitte größere Akkus. Und das ist das Peak auf alles. Da muss ich jetzt lachen. Er hat größere Akkus gesagt. Ich will größere Akkus.
Ich möchte mal was sagen, ja? Das Abschiedsgeschenk von Johnny Ive, ja? Wenn er denn jetzt wirklich komplett weg ist, dann war das auf jeden Fall, dass das iPhone nochmal einen halben Millimeter dünner wird und der Akku aufgrund des effizienteren Prozessors nochmal kleiner geworden Dann schreie ich. Es gibt diese Gerüchte, was waren das? 2800 Milliarden? Die gibt es jedes Jahr und es ist nie was geworden. Ich will diese. Stell dir das mal vor, wir hätten dann wirklich so ein Max-Gerät mit einem 3500 mAh-Akku. Also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt wird er das Design beibehalten. Es kommt die größere Kamera rein. Mhm. Wer glaubt denn wirklich, dann müsste Apple die Geräte ja dicker machen und das machen sie nicht. Doch, aber allein sie brauchen ja noch die Schicht. Nö, also da beim Akku lege ich mich fest, da wird sich meiner Meinung nach gar nichts tun. Doch, ich will größere Akkus. Das ist das, wo ich träume, wo ich dran fest glaube. Vor allem, wir sind ja... Deswegen laufen ja auch so viele Leute mit den P30 Pros oder mit den Huawei-Geräten rum und sagen, es ist ein komplett anderes Leben mit so einem Smartphone, mit einem Akku, wo der den ganzen Tag problemlos hält, egal was man macht. Und beim iPhone sind die Intensivnutzer, kaufen sich für 180 Euro ein Smart Case oder laden es halt tagsüber nochmal auf. Wie gesagt, bevor ich das mache, wechsle ich zu Android. Habe ich ja jetzt auch gemacht. Aber und dann mit auch dann quasi schon der letzte Punkt, haben wir ja schon, vorher schon kurz besprochen. Release wird dann vermutlich der 20. sein. Ja, der Freitag darauf. Das wäre so dieser übliche Turnus quasi. Ja. Preise, was denkst du? Was schätzt du? Wird wieder ein Schüppchen draufgelegt. Also wirklich? Ich sag mal, wenn wir beim XR waren, war jetzt 869, die werden dann 899. Ne, glaube ich schon. 899. Beim normalen sind wir beim Preis, wo waren wir da? 999 oder schon 1049? Nee, ich glaube, es waren 1049. So, dann dabei sind wir bei 1, also dann sage ich 1079 beim normalen. Ne? Also jetzt schauen, ich glaub, das, und dann beim großen war ja der Einstiegspreis 1249, da machen sie dann auch nochmal 30 Euro mehr. Also, dass wir bei den teuren Geräten nicht mehr von Ziffer davor oder zwei Ziffern davor und dann 4,9, sondern zwei Ziffern davor und dann 7,9 landen. Das so, ist so mein Tipp. Also im Endeffekt 30 Euro überall drauf. Warte mal kurz. Ich warte. Oh, dabei hatten wir noch eine Sache, wo ich nicht dran glaube, hatten wir jetzt nicht besprochen. 5G wird es nicht geben, das macht Apple nicht, auch wo sie ja gerade die pass mal kurz auf, also so zum Thema, sind wir beim Kleinen schon bei 1000? Da hatte ich es doch richtig im Kopf. Ja. Du warst richtig mit 1049, du hast allerdings eine 1 vergessen. Wir waren bei 1149. Das normale XS kostet 1150 Euro? Und das Max ging dann los bei 1249. 1150 für das normale Max? Ja, das war ja schon damals, das ist der gleiche Preis wie damals beim iPhone 10, als das auf dem Markt kam. Weißt du noch, wie sich alle entwickle ja echt so langsam Stockholm-Syndrom. Ich möchte zu den Preisen sagen, wenn die, also meine ich jetzt ganz ernst, ich traue es ihnen komplett zu, dass sie die nochmal erhöhen. Ja. Ich glaube, dass, und das sieht man auch an den Verkaufszahlen vom 10er, von allen den neuen iPhones, die in den letzten ein bis zwei Jahren gekommen sind, dass sie die Preise nicht erhöhen können. Also, ich glaube, für Apple-Verhältnisse, die sind nicht zufrieden mit diesen Verkaufszahlen. Sind sie nicht. Die hätten sich, glaube ich, deutlich mehr erhofft, siehst du auch mit diesen ganzen Supply-Chain-Berichten da, dass jetzt Samsung eine Strafe zahlen müssen, weil sie nicht genügend Displays abnehmen können und so weiter. Deshalb, also ich glaube, entweder machen sie diesen Schritt, dass wir mehr Speicher bekommen, von Anfang an, oder die Preise bleiben gleich. Nee, ich sag, Preise erhöhen sich und kein extra Speicher. Wenn ein Pro kommt, das wird jenseits von Gut und Böse 16,99. Kosten. 16,99. Ich sag 15 oder so, aber ich glaube nicht, dass diese wenn es dabei bleibt, also quasi bei einem 10S und einem 10S Max, glaube ich nicht, dass die Preise erhöhen. Gucken wir. Ich meine, Apple, wie war das? Verkaufszahlen, piep drauf. Für die deswegen veröffentliche ich ja keine Verkaufszahlen mehr. Nur noch die Stückgewinne. Ja. 5G? Nein, sehen wir nicht. Trotz Kauf der Intel-Modem-Sparte. Das müssen die erstmal integrieren, forschen, was auch immer. Nächstes Jahr, 2020. Da gibt es dann auch das komplett neue Redesign mit USB-C. Ja, gut. Lassen wir uns überraschen. Nö, das war's. Eine Siri-Taste. Oh. Ich habe gehört, es gibt eine extra Siri-Taste. Dann bin ich komplett raus aus dem iPhone-Game für dieses Jahr. Also bis 2020 ist das dann. Stellen Sie beim iPhone-Event nur iPhones vor oder schieben Sie noch was anderes rein? Ich glaube, also wenn es wirklich die drei werden, glaube ich, wenn es, also Apple Watch halt natürlich noch. Also eine neue. Meinst du? Ich meine schon, ja. Aber wobei das, glaube ich, kein großes Update werden wird. Also allenfalls, was hieß es, diese Keramik-Version soll wieder kommen und dann vielleicht noch einen effizienteren Prozessor, aber designtechnisch wird sich da nichts tun. Ich glaube, auch feature-technisch ist man noch nicht so weit, dass jetzt zum Beispiel, also viele munkeln ja Blutzuckermessung und so weiter, aber da ist die Technik einfach noch nicht so weit. Oder halt wirklich der Blutdruck. Genau. Das ist wo Samsung, da hat keiner drüber geredet, ich hab's auch total vergessen. Weißt du, bei diesem Samsung-Dings, da stand ja bei der Uhr, stand ja auch was von Blutdruck. Ich glaube, das war einfach nur ein Fehler. Glaube ich auch. Also
die haben ja noch nicht mal das EKG quasi aktiviert. Das soll ja auch erst 2020 kommen. Yep. Nö, also ich glaube, dann kommt noch eine neue Watch und alles andere, glaube ich, dann haben wir noch ein Oktober-Event, wo wir dann das neue MacBook sehen. Ja. Wahrscheinlich wieder neue iPad Pros, obwohl wir die meiner Meinung nach nicht bräuchten. Aber wie immer. Bekommen die einen Prozessor-Upgrade und dann vielleicht AirPods mit ANC oder sowas, weil da wäre jetzt die Technik auch so weit. 350 Euro und ich würde sie kaufen. Also meiner Meinung nach, wenn sie da am Design nichts machen, kannst du das AirPods mit diesem Design und ANC so offen kannst du vergessen. Ja. Aber also das ist noch Zukunftsmusik, aber ich glaube, wir werden das, von Apple noch ein bisschen was sehen. Das war Johnny Ives Abschiedsgeschenk. Dann hat er nicht nur, dann hat er zwei Antennen oder so. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich dachte, so jetzt haue ich euch nochmal ordentlich in die Pfanne. Und das müsst ihr nehmen. Genau. So. Naja gut, lassen wir uns überraschen. Wird nicht mehr lange dauern bis dahin. Ich bin gespannt, ob wir jetzt kompletten Unsinn erzählt haben oder ob es genauso kommt. Ich glaube, es war einiges Wahres mit dabei, aber ich hoffe, dass wir an ein paar Punkten nicht recht hatten. Damit beenden wir dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich vor allem auf die Keynote-Zusammenfassung vom Technikfalt hier. Ich hoffe, die wird wieder sehr lang, weil das bedeutet dann meistens, dass coole Produkte vorgestellt wurden. Oder ich mich sehr viel aufrege. Ja, das könnte dieses Jahr, glaube ich, auch passieren. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.